sprechen, so von Übersäuerung, Säure-Base-Balance. Was löst das denn tendenziell aus? Woran könnte es liegen, dass sie saurer sind? Mhm. Also sagen wir mal, das Gegenteil von sauer ist basisch. Ja. Und wir können leider heutzutage sagen, dass wir alle übersäuert sind. Und es liegt zum großen Teil daran, dass sich unsere Lebensbedingungen so verändert haben. Das sind so vier Faktoren, die wir vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so hatten. Und ich bin sehr froh, mittlerweile gibt es viele Ärzte, die auch schon eine Entsäuerung empfehlen. Sag mal, die große Überschrift sind Gift und Stress. Und es fängt an bei unseren starken Umweltverschmutzungen. Ja, wir haben Pestizide, wir haben im Trinkwasser Medikamentenrückstände. Also so überall eigentlich werden wir mit Giften belastet. Das ist Kleidung, Möbel, ja, überall werden wir damit konfrontiert. Dann ist es die Bewegung auch, also Körperpflege, aber auch der Bewegungsmangel. Weil wir natürlich, wenn wir uns nicht bewegen, dann atmen wir nicht mehr richtig. Das heißt, unsere Entgiftungsorgane funktionieren auch nicht mehr so richtig. Das ist der Stress im Kopf. Ja, dieses ständige durchgehend zur Verfügung stehen müssen, ja, diese hohe Taktrate. Und es wirkt sich direkt, der Stress wirkt sich direkt auf unsere Körperchemie aus. Und unsere Nahrung ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja, nee. Da haben wir Gifte drin, aber wenn wir so Inhaltsangaben uns anschauen, da stehen manchmal Zutaten drin, die sind wie aus dem Chemielabor. Mhm. Ja, so, also ja. Das sind einfach, diese Veränderungen haben uns überrollt. Und man kann jetzt an das Prinzip Schlacke oder Säure glauben oder nicht, aber was, glaube ich, jeder verstehen kann, ist, Stress und Gifte bewirken sich auf unseren Körper negativ aus. Und da müssen wir, um nicht drin sitzen zu bleiben, sozusagen schrittweise wieder rauskommen. Sonst haben wir ein Problem. Man würde ja auch sagen, okay, so mein Charisma würde ja vielleicht auch darunter leiden können, wenn ich so sauer durch die Welt trabe. Also ne, so sauer sieht schon sauer aus, ne? Könnte genau, auch bei, genau. Nicht nur Faltenstrukturen bewirken, sondern auch Hautbilder etc. pp. Ja, Erschöpfung. Ja. Also jemand, der ständig erschöpft ist, wo die Verdauung sich zeigt, das Hautbild zeigt sich, die Stimmung. Also die Menschen, die stark übersäuert sind, verlieren auch so diese innere Zufriedenheit. Aus Unwohlsein kommen dann irgendwann Diagnosen. Das ist so ein ganz schrittweiser Prozess. Und der Fehler wäre dann zu sagen, na ja, ich werde halt alt. Flackiges Alter. Ja, so, sondern zu sagen, so, okay, ja, ich kann da was. Mhm. Ich kann da was bewirken, ich kann da was verändern. Ja. Und das eben nicht im Hauruck am besten, so, sondern so einfache, möglichst auch genussvolle Schritte. Ja, dass wir auch wirklich auch Spaß haben, da dran zu bleiben. Dass das sozusagen die Basenbalance zum Bedürfnis wird. Ja. Jetzt frage ich mal in unsere Zuschauerrunde, hat sich jemand schon mal mit so einem Thema auseinandergesetzt und sagt, ja, sowas Säure-Base-Haushalt, Detox, finde ich schon spannend oder habe ich was für getan? Da ist, glaube ich, jemand, ja? Ja, ich achte im Alltag darauf, dass ich auf den Säure-Basen-Haushalt eingehe, dass ich mich möglichst basisch ernähre und ausgewogen auf die Gesundheit achte und konnte gerade in meinem Beruf auch als Tänzerin darstellen, dass ich mich viel vitaler und fitter fühle und auch insgesamt ein besseres Wohlbefinden habe. Wunderbares Beispiel, super, danke. Ich weiß, in Paraguay gibt es sehr schöne Orangenbäumchen und Zitronen. Die würden ja dafür schon mal sorgen, dass sich die Menschen da definitiv, wie Herr Pfau sagt, gesünder ernähren und vielleicht nicht so schnell in die Gefahr geraten. Aber was wären so die Aspekte, wenn ich sage, ja, ich verstehe das so, irgendwie da ist was, was durcheinander kommt bei mir oder was der Körper dem ich helfen könnte. Ich will ja dem Körper eine Unterstützung geben an der Stelle, dass er seine Arbeit besser leisten kann. Was wären so die Wege, was brauche ich eigentlich langfristig, um so einen Säure-Base-Haushalt, eine Basenbalance hinzukriegen, basisch gesünder zu sein, um charismatischer zu wirken am besten? Also zunächst mal brauche ich natürlich ein Bewusstsein. Ich brauche ein Bewusstsein dafür, okay, da könnte es sein, dass in meinem Leben eine Belastung ist. Ne? Das heißt, ich kann mal gucken, habe ich viel Stress? Wo komme ich eigentlich überall mit Giften? Dafür muss man auch nicht lange recherchieren. Eigentlich kann ich gleich sagen, wir haben das alle. Mhm. So, aber das heißt, es ist erstmal dieses Bewusstsein. Dafür muss da sein, ich könnte da was tun, weil es mir dadurch leichter fällt, weil ich mehr in meiner Kraft bin, weil ich gesünder, vitaler bin und dadurch natürlich auch mehr Ausstrahlung habe. Ja? Dadurch habe ich mehr Charisma und dadurch wirke ich positiver. Und das heißt natürlich auch, dass ich gesünder und fitter alt werde. So. Und dann brauche ich auf gar keinen Fall Mangel und Härte mit mir selbst. Weil wenn ich das erkannt habe, könnte ja auch sein, dass ich sage, oh, und ich, ne? Ich habe ja alles selbst, habe ich ja Schuld und so. Ich könnte mich stressen, ich könnte jetzt in so ein Jammern reinfallen oder sagen so, es ist ja auch alles so schrecklich mit der Welt. Ja, so, das können wir alles nicht gebrauchen, weil wir ja vorhin schon, ich gesagt habe, ne, dieser Stress im Kopf macht uns auch wieder sauer. Das heißt,
gut ist es, wenn wir mit einer positiven Haltung daran gehen, eher mit diesem Gefühl, ich kann was tun. Ja? Und dann brauchen wir einen Plan. Mhm. Und wir brauchen einfache Schritte, die wir länger durchhalten, wo wir sagen, so, okay, ich kann Schritt für Schritt anfangen, mein Leben zu entsäuern. So, und das ist wunderbar, weil es da so ganz viele kleine verschiedene Stellschrauben gibt. Und man fängt natürlich mit denen an, mit denen es einem leichter fällt. Und es muss viel Spaß machen. Also es muss Genuss sein. Wenn ich das wie eine Diät machen würde, dann ist ja, dann hat man mal Disziplin für eine Zeit lang und dann ist auch wieder vorbei. Dann sagt man, oh nee, doch nicht. Also wenn wir das schaffen, das so zu machen, dass das genussvoll ist und einfach ist, dann wird es tatsächlich irgendwann auch zum Bedürfnis des Körpers. Also der Körper sagt dann auch, oh, das war so cool, mach mal wieder. Ne? Okay, so. Lifestyle, Lust machen. Ja. Liebe Birte Bramer-Loos, Charisma, Basenpower, das sind ja jetzt so die Fragen. Als erstes denke ich mir, woran kann ich das denn erkennen, ob da irgendwas im Busch bei mir ist? Also ich sag mal so, vor allen Dingen am Wohlergehen. Also wenn man merkt, man fühlt sich nicht mehr richtig wohl, man ist nicht so in seiner Kraft und man denkt, oh, wie schön war das früher, als ich noch so voller Energie war. Ja, und so, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen, ja, dass wir da was tun sollten. Ansonsten zeigt sich das eben an unserer Stimmung. Ja, das zeigt sich an der Haut, Verdauung. So, wenn wir anfangen, so, wenn es so anfängt zu knirschen und zu knarschen und so, könnten wir gut mal hingucken. Also insgesamt, aber ich sag mal so, die große Überschrift ist das Wohlgefühl. Mhm. Es gibt auch Tests, die man machen kann, medizinische Tests, aber ich muss ehrlich sagen, das braucht man nicht. Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat, so, okay, irgendwas ist bei mir, man sagt auch, ich fühle mich ausgelaugt. Ja. Ja, das spielt genau auf den Säurebasenhaushalt hin. Ja. Nun ist der Mensch ja so ein seltsames Wesen, hochintelligent entwickelt, aber manchmal der Dümmste in der Kette, sag ich. Ein bisschen gemein auch. Aber der Gedanke ist ja, was kann ich denn jetzt tun? Oder wie läuft das eigentlich ab? Können wir das Verständnis mal ein bisschen bauen, damit wir verstehen, was da passiert? Mhm. Also der Körper ist ja ein Cleverer, der kann eine ganze Menge. Aber was passiert, wenn ich so ein kleines Dümmelchen dabei bin, wenn ich da so nicht so drauf achte, was da so passiert? Ich vergleiche es gerne mit einem kleinen Häuschen. Okay. Also stellen wir uns vor, unser Körper ist ein kleines, wunderschönes Häuschen. Mhm. Und über die Jahre putze ich nicht. Oder beziehungsweise, es ist immer so, dass die Müllabfuhr kann immer nur so ein Teil abtransportieren. Und die anderen Sachen, die muss ich dann irgendwo in meinem Häuschen verstauen. Das heißt, ich gucke mal, dass ich die stinkigen Sachen in die Toilette oder in den Abfluss. Oder dann mache ich so kleine Tütchen und schmeiße die runter in den Keller. So, das heißt, ich gucke erstmal noch, dass die Oberfläche schön sauber bleibt. Aber irgendwann sammelt sich dann in den Ecken so das Gerümpel an. Und dann versuche ich noch so die Hauptwege freizulassen. Aber man merkt schon, irgendwann fängt es an, es fühlt mich nicht mehr richtig wohl in meinem Häuschen. Ich habe aber ja nur ein Häuschen. Mhm. Ich kann jetzt nicht einfach umziehen, wenn wir jetzt mal auf den Körper das beziehen. Ja? So, das heißt, irgendwann ist es so, dass es aus dem Keller anfängt zu stinken. Und es ist tatsächlich so, dass unsere Körpergerüche dann ganz anders werden, wenn wir übersäuert sind. Mhm. Ja, so das heißt, mit diesem Bild kann ich gut das verständlich machen, zu sagen, wenn ich also zu viel Müll in das Haus reinbringe und zu schlechte Qualität in das Haus reinbringe, aber meine Müllabfuhr immer nur so ein gewisses Teil abtransportieren kann, das sind jetzt meine Entgiftungsorgane, ja, dann bleibt da immer ein Rest über. Und dann muss ich mir überlegen, was ich dann tue. Ja, und dann kann ich zum Beispiel, erster Schritt, ich fange mal an zu überlegen, okay, welche der Sachen bringe ich eigentlich wirklich in mein Haus hinein. Ja. Um Stück für Stück dann über die Müllabfuhr das zu entsorgen, das tut die auch ganz brav, das macht auch der Körper, der entgiftet wunderbar gerne, das, was sich da so angesammelt hat im Keller. Und so, bevor, ich sag mal so, wenn erstmal die Tüten im Keller anfangen zu platzen und dann da Ungeziefer dazu kommt oder so der Boden so einen schleimigen Belag, dann wird es nicht mehr schön. Das wird aber nicht appetitlich jetzt hier heute Abend. Das heißt, okay. Ja, wirklich zu gucken, wie kann ich gucken, dass ich gute Sachen in mein Häuschen reinbringe, das dann nicht mehr drecksig ansammelt. Ja. Ja, dann Stück für Stück den alten Kram raus und dann eher so gucken, wie kann ich die Wohnatmosphäre in meinem Häuschen noch hübscher machen? Ja, indem ich frische Blumen hinstelle, indem ich einen schönen Raumduft mache, indem ich wirklich dafür sorge, dass das auch auf Dauer mein Wohngefühl in diesem Häuschen schön bleibt. Also man könnte sagen, wir verdichten im Laufe des Jahres, des Lebens, wenn wir nicht gucken, dass wir das wirklich in der Bewegung halten. Der Körper kann eine ganze Menge. Wir haben eine Regenerationskraft, glaube ich, habe jetzt neulich gelesen. Früher hat man immer gesagt, alle 7 Jahre sind wir grunderneuert. Mittlerweile sagt man 11 Monate, sind wir ganz schön fit gebaut. Also die Frage ist, warum passiert da was in unserem Körper? Also Hausputz wäre jetzt die Idee. Jetzt sage ich mir, okay, Hausputz verstehe ich, Wohnung putzen ist auch wichtig. Aber das jetzt zu integrieren. Also was sollte ich denn tun, wenn ich jetzt sage, ich packe die Blümchen und die Dekomaterialien mal in eine duftende Variante hinein. Was braucht es denn da an der Stelle?
Also das Verständnis von dem, was ist sauer und was ist basisch, ne, das muss ich haben. Das heißt, da brauche ich eine gute Anleitung, was es genau ist, was ich brauche, um mein Haus, mein Häuschen zu entsäuern. So, und dann, ja, da brauchst du einen guten Plan, am besten dann auch, dass man dann wirklich da gut Schritt für Schritt vorgehen kann und dass es einem Spaß bringt. Mhm. Ja, wenn jetzt würde ich ja sagen, es gibt da so ganz viele Kuren, es gibt ganz viele Bücher, glaube ich, mittlerweile darüber. Was muss ich besonders für mich wahrnehmen, damit ich es wirklich schaffe? Weil es ist ja keine Kur, die ich da jetzt absolviere. Oder? Manche Kuren ist gut. Nee. Das ist tatsächlich so, dass, als wenn ich jetzt mal Ihnen das Beispiel, ich hole alle Mülltüten raus und tue sie ins Wohnzimmer. Ja, ist so wie Entrümpelung. So wäre das. Ja, und das geht auch einmal im Keller sauber und dann ist gut. Das geht oft nach hinten los, dann sieht es hinterher schlimmer aus als vorher. Definitiv. Das heißt, wir müssen das zu einem Lifestyle machen. Ja, wir müssen, ich leite das nicht als Diät an, weil das ist nicht sinnvoll. Sondern es geht darum, wirklich das so zu machen, dass man das in sein Leben integriert. Und dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Mhm. Ja, dann ist es eine Veränderung, ist natürlich erstmal ein bisschen anstrengend, aber es soll so sein, dass das tägliche Tun wirklich einem, dass man merkt, das hat so viel was mit Energie zu tun. Ja. Es ist so Lernen wie Zähneputzen. Ja. Es ist Lifestyle, seine Basengesundheit aktiv anzugehen und auch zu sagen, damit kann ich auch mein Charisma, meine Ausstrahlung, das, was sicher auch viele Menschen wollen, wir wollen länger alt werden. Ich könnte also mein Haus noch mal renovieren, um länger, zufriedener, wohlwollender zu leben. Was wären so die ersten drei kleinen Tipps für unsere Zuschauer? Wie kann ich anfangen? Ich fand es gerade so schön. Darf ich das übernehmen? Der Zauber liegt im Gleichgewicht. Bitte. Toll. Also ne, wenn wir uns vorstellen, wir sind so ein Mobile, unser ganzes System, dann kann ich gucken, was habe ich denn so für Aspekte in meinem Leben? Da ist die Beziehung, die Bewegung oder Nichtbewegung, meine Ernährung und so. Und dann kann es sein, dass es mal in einem Teil mal richtig Stress gibt. Ja, dann geht das ganze Mobile aus dem Balance und dann können wir gucken, wie kann ich denn an der anderen Seite jetzt mal das wieder in Balance bringen. Das heißt, ich kann zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe viel Stress am Arbeitsplatz, dann kann ich mich besonders gut ernähren. Oder ich kann darauf achten, wenn ich viel Stress habe mit meinem Mann, dass ich dann besonders... Nein. Stress mit ihrer Frau haben. Dann kann ich zum Beispiel besonders gut für Ernährung sorgen, um mal richtig das alles wieder auszuatmen. Mhm. Ja, so. Das heißt, ich kann gucken, in welchem Bereich kriselt es denn, wo sitzt Stress und wo sind Belastungen und wo kann ich das dann ausgleichen. Und wunderbar ist zum Beispiel die Ernährung, weil das tun wir ja mehrmals am Tag. Insofern haben wir da eine tolle Chance, mal zu gucken, okay, was ist das, was an Ernährung, was meinen Körper generell stressen würde und was ist das, wo die Zellen sagen, yay, mehr davon. Ja, yay würde ich auch und Herr V, glaube ich, auch bei Schokolade sein. Da bin ich dabei. Da sind Sie dabei? Auf jeden Fall. Das weiß ich, da sind wir zwei Süße. Also das wäre jetzt aber doch nicht die Idee. Also yay würde ich da auch sagen. Sagt mein Körper da auch? Ja, yippie, aber yay sagt in dem Moment, ich liebe Schokolade. Ja, wunderbar. So, aber das sagt dann eher der Mund. Und dieses Ganze, was wir im Kopf dazu haben, dieses, ach, das ist alles so, jetzt beruhigt meine Nerven oder sonst was, das ist aber alles mehr so, das ist mehr so das, was im Kopf stattfindet. Ja, okay. Also tatsächlich zu gucken, dass wir Nahrung zu uns nehmen, die energiereich ist. Und das ist gegeben, also zugegebenermaßen muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Das ist jetzt auch, es geht über einen Salat hinaus, aber da kann man gucken. So, wenn man sich richtig gut ernährt, gibt es kein Suppenkoma zum Beispiel. Okay. Gut. Und das ist schon interessant im Arbeitsalltag. Ja? Also wenn ich das normale Essen, was so angeboten wird, esse und ich werde danach müde und ich habe das Gefühl, jetzt müsste ich eigentlich erstmal 3 Stunden schlafen und ich kriege mich überhaupt nur mit Kaffee wieder in die Leistungsfähigkeit und so. Da kann man wunderbar mit der Ernährung genau das Gegenteil schaffen. Wie finde ich denn jetzt raus, wie ich mich basisch ernähren kann? Gibt es da Bücher im Internet oder irgendwelche Dinge? Also ich würde da fündig. Es gibt viel. Es gibt viel an Literatur und es gibt viel, was man gucken kann. Es ist natürlich einfacher, wenn man sich begleiten lässt. Ja, weil es gibt sehr viel Literatur und es gibt verwirrende Literatur. Ja. So, das heißt, wenn ich viel Zeit habe, dann empfehle ich, das zu recherchieren und sich da mal richtig reinzuknien und zu gucken, was kann ich denn alles tun und was hilft mir, in meiner Kraft zu bleiben. Wenn ich nicht so viel Zeit habe und das aber trotzdem umsetzen möchte, dann sollte ich mir jemanden suchen, der einen Plan hat. Jetzt denken wir mal einfach, ich denke mal an so Frauen, die in einer Führungsposition sind, die haben noch Haushalt, Kind, die haben ja mehr als eine Dreifach-, Vierfach-, Fünffach-Belastung. Ich kenne aber die ganzen Konferenzsäle. Da stehen Plätzchen, Brote mit irgendwas, Wurst und Käse. So an Frischkost steht da selten was.
Die haben aber sowieso schon vom Beruf hohen Stress und gleichzeitig kommen dann noch solche Belastungsgespräche dazu, sag ich mal, wo man ja auch dann denkt, okay, ich habe Hunger, was mache ich nun? Was wäre denn für solche Menschen, sag ich mal, wenn wir sagen, okay, wo eine Belastung ist? Es ist auch eine Hausfrau, die viel, ne? Also es gibt unterschiedliche Ebenen, wo so eine Art Stress entstehen kann, wo ich nicht an das Richtige komme. Was ist da zu tun? Braucht da wirklich jemand an der Seite, der sagt, okay, für ihr Leben wäre jetzt, da können wir was machen? Ja, meine Empfehlung, wer leistungsstark sein möchte und viel Verantwortung trägt im Leben, so, seien es viele Kinder, sei es Führungsetage, sei es wirklich Menschen mit viel Verantwortung und hohem Leistungseinsatz, die müssen gucken, dass sie in ihrer Kraft bleiben. Mhm. Denn wenn die sauer werden, haben viele damit Ärger. Und das wollen wir auf keinen Fall. Genau. Die sollen gut zufrieden, sollen in so einer Basengesundheit sein, sind ja auch viel friedvoller, glaube ich, mit den Teams. Genau. Super und dafür holt man sich dann am besten tatsächlich Hilfe. Ja. Außer man hat viel Zeit. Also wenn man jetzt ins Rentenalter kommt und man sagt, ich möchte was für meine Gesundheit gut, super. Dann kann man sich recherchieren, kann Bücher lesen, zu Seminaren gehen, Kuren machen und so. Ja. Das ist super. Gut. Also ich finde die Idee, Führungskräfte jetzt in einen Säure-Base-Ausgleich zu bekommen, um sie langfristig für ihre Mitarbeiter pflegeleicht zu spülen. Nein, das ist jetzt gemein. Aber natürlich, klar, wer mit sich ausgeglichen ist und mit sich selbst im Reinen ist, der hat natürlich auch eine andere Kommunikationsfähigkeit. Sagen wir mal, wenn die Nerven schon blank lesen und wir immer am Stresspegel so, dann ist es natürlich auch so, dass wir schnell mal aus der Haut fahren. Ist der Funkenflug da? Ja. Das wollen wir nicht mehr. Wir befrieden jetzt Deutschland von Hamburg aus. Also was wir heute alles verändern.